Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry New Dawn. In der letzten Folge haben wir den einen Typen Ich hab dich mit Carmina ankommen sehen. Gerettet. Okay. Ja, sie singen sehr schön diesen Typen hier. Und jetzt. Haben wir im Handumdrehen einen Ort, den wir zu Hause nennen können. Jetzt reden wir einfach mal mit Bei ihm. allen Siedlungen, die ich im Westen aufgebaut habe, habe ich immer darauf geachtet, dass ich die richtigen Leute zusammenbringe. Denn es sind Spezialisten, die den Unterschied machen. Ohne sie kommen wir nicht voran. Die Spezialisten, die du hergebracht hast, machen sich großartig. Jetzt kann es mit Prosperity vorangehen. Ich sag dir was, Cap. Ich bin so stolz auf dich. Ich überlasse dir die Ehre. Okay, welche Ehre? Einrichtung auf Stufe 1 verbessern. Okay. Geht das hier? Verbessere die Einrichtungen. Wo denn? Was ist das für ein Brief? Überlebende von Hope County. Viele von uns hier waren Prepper. Deshalb haben wir es trotz des Tovobabus mit ihnen das Geld geschafft, den nuklearen Winter zu überstehen. In den letzten Jahren sind einige Leute nach Hope County gekommen. Ein paar wurden von der Kälte aus dem Norden vertrieben, andere flohen vor Dürren und Krankheiten aus dem Osten. Zunächst blieben alle für sich, aber nach und nach ist wieder eine Art Gemeinschaftssinn entstanden. Und nachdem wir aneinander wieder vertrauen können, haben wir mehr und mehr erreicht. Bis die Highwaymen aufgekreuzt sind, ging die größte Gefahr von wilden Tieren aus. Und jetzt besteht die Gefahr, dass wir alles verlieren, wofür wir so hart gearbeitet haben. Okay, ich glaube, wir müssen die einzelnen Stationen draußen verbessern. Hallo? Hallo, Spiel? Danke. Das finde ich immer noch am coolsten, wie der über manche Sachen so drüber springt. Okay, was kann ich denn hier verbessern? Kann ich hier was verbessern? Hier geht es nicht. Da oben wird mir was angezeigt. Hier auch. Verbessern, ja. Heilkräutergarten. Okay, bringt mir das irgendwas? Winter überlebt und mein ganzes Leben wieder aufgebaut, nur um es einem Wichser mit einer Scheißmaske zu überlassen. Okay. Hier können wir jetzt nichts mehr verbessern. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau war, das jetzt unbedingt zu verbessern. Sprengstofflabor. Ja gut, das bringt mir jetzt nicht so viel. Also müssen wir jetzt einfach erstmal Ethanol besorgen. Das war jetzt, anders geplant, aber okay. Munition nachfüllen. Munition ist voll. Shop wird geladen. Die Pistole haben wir ja schon. Ja, ich brauche halt die leisen Waffen, ne? Das wäre halt das günstigste. So würden wir halt am besten auch durchkommen. Aber die meisten Sachen sind halt erst bei Stufe 4. Kampfvorräte, wenn wir wenigstens irgendwie Taschen herstellen könnten oder so. Munition nachfüllen, Beute eintauschen. Kann ich nicht aus irgendwelchen Tierfellen Taschen herstellen? Alles eintauschen, nie. Kampfvorräte ist voll. Tja. Gut. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder raus und müssen uns wieder neuen Dingen widmen. Ich habe mir auch mal wieder keinen Timer gestellt. Sehr intelligent. So. Jetzt ist halt nur die Frage, wie kommen wir jetzt an ein Fahrzeug? Hier steht jetzt keins rum. Wir könnten uns ja theoretisch, glaube ich, sogar schon eins bauen, oder? War das schon möglich? Wenn ja, dann würde ich mir ehrlich gesagt nur was ganz, ganz Einfaches bauen. Sowas hier. Oder? Ja, das können wir halt eh noch nicht machen, von daher. Why not? Das können wir dann auch wahrscheinlich wieder. Nein, das hier bitte. Das können wir dann wahrscheinlich auch wieder jedes Mal abrufen, wenn wir es brauchen. Ist das jetzt einfach möglich, hier so drauf zu gehen? Spawnen. Okay, Fahrzeug wird geliefert. Und dann steht's hier. Perfekt. Gut.
Ja, ich überlege gerade noch so ein bisschen, obwohl, nee, wir haben gerade schon eine ganz gute Perspektive. 3 Waffen können wir sowieso noch nicht machen, benutzen. 100. 100. Okay. Der Schwierigkeitsgrad geht eigentlich überall noch relativ in Ordnung. Ich weiß nicht, ich bin gerade mal am Gucken. Hier oben. Ist da draußen jemand? Hier ist Snake Rai. Ich werde gefangen gehalten. Ich glaube, den holen wir jetzt einfach mal da raus. Also das ist jetzt so gerade so mein Plan. Und falls wir auf dem Weg einen Außenposten finden, kümmern wir uns einfach auch mal um den. Wir haben ja jetzt schon mal ein bisschen bessere Waffen als am Anfang, glaube ich, oder? Ich guck noch mal kurz. Ja, das geht schon noch. Und ja, den sollten wir vielleicht erstmal nach Hause holen. Echt? Sicher, dass wir bezahlen werden und nicht ihr? Naja, gut. Da hinten sehe ich ja auch schon mal ein Dings, einen Außenposten. Da muss man halt auch erstmal wieder reinkommen, die alle vernünftig zu befreien. Hier chillen auch schon wieder irgendwelche Basic Bitches. Moment. Tschüss. Boah, was hören die denn bitte für komische Musik? Die würde ich mir nicht mal betrunken geben. So. Ich brauche einfach diesen Haken. Lol. Okay. Moment, eine Notiz. Notiz einer Überlebenden. Liv, ich kann nicht länger warten. Es gibt keinen Widerstand, der uns diesmal retten könnte. Wir müssen weg, bevor Mikey und Lou alles zerstören. Es heißt, diese Kamina sei los, um Hilfe zu holen. Das bedeutet, es gibt einen Weg raus aus dem County. Ich habe bei den Scheunen ein paar Sachen für dich versteckt. Ich hoffe, du schaffst es. Rita. Mann! Ich brauche einfach diesen Haken. So, wo habe ich geparkt? Hier vorne. Was sind das da wieder für Opfer? Ach komm. Fuck it. Ist ja auch erstmal egal. Da scheint auf jeden Fall ein Außenposten direkt vor uns zu sein. Dann werden wir uns dem einfach mal widmen. Moment, was ist das schon wieder für ein Ding? Ach, das ist ja relativ egal. Munition und so brauchen wir gerade sowieso nicht. Ich muss gerade mal kurz auf die Karte gucken. Das könnte der sein, den ich gerade natürlich gemeint hatte. Oder vielleicht ist es auch ein anderer. Wir fahren einfach mal hin. Idiot. So. Munition haben wir auch wieder. Und dann schauen wir jetzt mal, was uns da so erwartet. Ich brauche halt unbedingt diesen Dings, diesen Ach, das sind nur wieder irgendwelche Ottos. Diesen Haken. Und was ich auch noch sagen wollte, bisher hatten wir ja noch gar nicht so Türme, die wir befreien oder zerstören sollten, ist mir aufgefallen. Also damals in Far Cry 3 waren das ja diese Funktürme. Und hier... Ja, es ist halt die Frage, was es ist. Ist das der Funkturm, den ich schon mal probiert habe? Ja, das ist der, ne? Ich meine der Außenposten. Ja gut, dieses Mal befreien wir ihn. Ich muss mal eben kurz einen Schluck trinken, Moment, und dann fangen wir an. Oh. So, jetzt geht's los.
Was auch immer das war. Oh, ich habe mich gerade unnötigerweise geheilt. Das war dumm. Aber okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Okay, ich habe mich nochmal unnötigerweise geheilt. Jetzt war es das komplett. Kannst du ihn bitte umbringen? So, hier lag ein Kasten rum. Jetzt wechsle ich doch mal kurz die Waffe. Jetzt renne ich einfach mal kurz hier rein. Ich habe mich jetzt so ein bisschen... Oh, man kann hier auch von oben kommen. Okay. Wo auch immer ich hier bin, ich kletter hier jetzt mal hoch. War hier nicht sogar irgendwo der Typ, der die ganze Zeit diese Dinger geworfen hat? Oder geschossen hat? Ja, er ist sogar hier. So. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hinfeuern soll. Ich schieße jetzt einfach mal eins dahin. Und eins dahin. Oh, shit. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, oh, Feuer. Und gesundheitstechnisch sieht es gerade gar nicht gut aus. Wo war der denn? Tschüss. Oh. Hi. Hätte ich dich mal früher gesehen. Das ist halt so ein bisschen das Nervige. Ich habe das... Ja, der erste Außenposten ist damit wohl befreit. Ich habe diese Dings noch gar nicht gefunden. Kein Alarm, ja, voll gut. Was wollte ich nochmal sagen? Ich habe diese... Was habe ich noch nicht gefunden? Auswählen, ja, Munition nachfüllen, wie viel kostet das? Okay. Gute Arbeit. Wir können das Ethanol gut gebrauchen. Jetzt hast du... Allein der Geruch hier macht mich völlig fertig. Nur einmal das heiße Metall und den Staub geschnüffelt, schon habe ich das große Zittern gekriegt. Ich habe angefangen zu schwitzen wie ein Ochse und keine Luft mehr gekriegt, als wären gerade noch mal Bomben gefallen. Ein Blick und schon ist es, als wäre ich nie weg gewesen. Shit, ich muss irgendwo drauf schießen. Plündern? Ja, was bringt mir das denn? Ich habe doch jetzt 100 bekommen. Unsere Mission ist ja gerade immer noch... Unsere Mission ist es ja nach wie vor immer noch... Moment, den Haken kann ich auch nicht herstellen, oder? Den werde ich wahrscheinlich irgendwann mal bekommen. Unsere Mission ist es ja nach wie vor immer noch, den Außenposten zu verbessern, aber... Das wird ja jetzt gerade irgendwie nicht so wirklich was. Was ist das? Wurfmesser? Habe ich Inventar voll. Das Inventar voll. Gutes Deutsch. Munition, Spezialmunition. Ja, das hilft mir alles nicht. Ist das eine Waffe? Kann man das als Waffe bezeichnen? Nicht so, ne? Nee. Na gut, dann machen wir uns weiter auf den Weg. Ich schaue noch einmal kurz auf die Map.
50 Ethanol, ja, das mache ich aber nicht für 50 Ethanol, also komm, fuck it. Falls uns nochmal irgendwann ein Außenposten über den Weg läuft, dann werden wir den auch übernehmen. Das war jetzt doch am Schluss gar nicht mal so schwer. Was geht da so ab? Hi! 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 Ja, hier lief jetzt nicht so viel, ne? War relativ langweilig jetzt, aber... Schon wieder diese Musik. Schrecklich einfach. So. Ich wollte schon gerade sagen, was ist das schon wieder für einer, aber das war ja keiner von denen. Die laufen echt zum Teil einfach noch normale Menschen rum. Voll krass. Was sehe ich denn da? Okay. Moment, das ist sogar ein Ethanol-Transporter. Dann nehmen wir den einfach mal mit. Zu einem befreiten Außenposten oder dahin. Ja, okay. Ich würde sagen, ich fahre den lieber dahin. Einfach, weil es gerade direkt um die Ecke ist und weil das Ding gewiss früher oder später in die Luft fliegen wird. Es hat jetzt schon quasi gar keine Gasannahme mehr. Ich muss hier durch. Hilf mir. Oh. Ja, so geht's auch. Und da habe ich noch den ganzen Außenposten mit in die Luft gejagt. Ups. Ich würde sagen, das Ethanol haben wir nicht bekommen. Ich habe heute leider kein Ethanol für dich. Na gut, das war jetzt echt ein bisschen witzig, aber komm. So, fuck it. Auf geht's. Mann, ich will immer noch diesen Haken haben. Wie oft habe ich das jetzt schon in der Folge gesagt? Bestimmt schon 5-mal. Aber es ist einfach so, der ist einfach mega cool. So, jetzt muss ich erstmal wieder kurz gucken. Ich glaube, mein Wegpunkt wurde wieder zurückgesetzt. Oder? Moment. Map? Hier. Das war jetzt easy. Ach, die Bitches schon wieder. Das war aber nicht so nett. Hi. Tschüss. Ich muss da einmal kurz rum. Danke. Vielen Dank für ihr Zeug. Da war irgendwo eine Schlange, aber fuck it. Die interessiert mich jetzt nicht so. So, noch 3,5 Kilometer. Das ist schon echt weit. Was ist das da schon wieder? Okay. Er hat sich schon selbst befreit. Lol. Wie, du klaust jetzt meinen Quad? Nee, nee. Das wirst du nicht tun. Nee, nicht Reise zum Wegpunkt. Das nervt nur noch mehr. Ich wollte schon wieder sagen, sind die das? Aber nein, das sind sie nicht. Und dieser Himmel, es ist einfach so weird. Na gut, ich würde aber auch sagen, so viel wird hier in der Folge nicht mehr passieren. Es kann sein, dass die Folge jetzt ein kleines bisschen kürzer ist. Ich würde trotzdem sagen, wir setzen an der Stelle einfach mal einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, ob wir Nick irgendwie retten können. Bis dahin!